Tiefen wir und ein- und ausatmen. Wir atmen die ganze Wirbelsäule hoch ein bis hoch zu den Schlüsselbeinen. Und auch wieder ganz hinunter aus. Sucht euch euren eigenen Rhythmus, gleichmäßig, tief, lang. Ja, nicht zu streng in die Ujjayi-Atmung gehen, auch beim Üben nicht. Der Atem soll immer frei fließen können. Wir bewegen unseren Kopf mit dem Einatmen. Kopf lang zurück, ganz langsam und auf, hin, heran. Ein, wieder lang strecken. Auf. Dreimal noch ein. Aus. Einatmen und aus. Und noch einmal ein und aus. Wir bringen die rechte Hand weit zur Seite des Fingerspitzen und die linke. Legen wir auf den Kopf und die Hand wird schwer, nicht zu viel ziehen. Ohr Richtung Schulter. Ich würde das Kinn noch ein bisschen heranziehen. Dann lösen wir die Hand und bringen sie auf die linke Seite und die rechte Hand. Legt sich jetzt den Kopf und wir ziehen in die andere Richtung. Lasst die Schultern sinken, bleibt in der Atmung. Und dann kommen wir wieder zurück, einatmen, aus, absenken. Wir bringen die Hände auf die Knie und bewegen ein paar Mal die Wirbelsäule nach hinten und nach vor. Ja, was wir auf den Vierfüßlerstand kennen, können wir auch im Sitzen machen. Spürt eure Brustwirbelsäule nicht nur aus dem unteren Rücken, sondern ganz vor. Und dann lösen wir, kreisen die Handgelenke.
und Richtungswechsel. Und dann strecken wir durch, dehnen die Finger, ganz gestreckte Arme, ganz runde Wirbelsäule. Und dann bringen wir die Arme hoch mit dem Einatmen und mit dem Ausatmen zur Seite. Ein in die Mitte und aus zur anderen Seite. Ein und aus. Ein, gut strecken und aus. Ein, die Arme absenken, aus, wir greifen drüber, kommen über die Knie. Setzen uns zurück auf die Fersen, die Knie leicht geöffnet. Streckt die Arme ganz auf, zieht das Uddiyana Bandha nach innen, den Bauch. Und mit dem Einatmen schieben wir uns nach vorne, die Schultern, Handgelenke übereinander sind, Zehen aufstellen, ausatmen, einatmen, Gewicht nach vorne bringen, kurz halten, ausatmen, über die Knie, wieder auf die Fersen, zurück. Ein, hoch, Zehen aufstellen, aus, fahrt. Fersen sich runterziehen. Ein, Gewicht vor, aus, über die Knie, zurück. Zweimal noch, ein, Arme gut strecken, Hände flach, aus, fahrt. Ein, vor, aus, zurück. Ein, hoch, aus, hoch. Und wir marschieren langsam Richtung Hände nach vorne. Und noch ein bisschen links, rechts schwingen. Wir beugen die Knie, rollen hoch. Ziehen die Schultern hoch und nach hinten unten. Und kommen in Samasthiti, bedeutet Füße geschlossen, gespreizt. Zehen berühren sich die großen. Bande, Scheitern nach unten, Schultern zurück. Tiefe Atmung, nächstes Einatmen. Arme nach oben, die Hände schließen, mit Daumen. Ausatmen. Ruhig die Knie beugen, absenken, Kopf schließt. Dreimal den Rücken strecken, ein Rücken lang, aber jetzt sind wir mit den Zehen auf einer Linie. Ausatmen, Kopf schließt. Ein, strecken, Bauch, Uddiyana Bandha nach innen. Aus, wieder schließen. Ein, Rücken lang. Ausatmen, in den Stütz zurück, erst von den Fuß über die Knie, ganz am Bauch, ablegen. Kleine Kobra ein und auf. Und ihr bewegt links, rechts die Knie, wer möchte. Das kann man auch schon halten, die Vorstellung. Wir spreizen unsere Finger, die Hände sind gerade, die Handflächen drücken fest in die Matte. Und mit dem nächsten Einatmen, Gewicht nach vorne, Schritt nach vorne, Rücken lang, die Kipp. Und dann mit dem Ausatmen schließen wir. Ein, gestreckte Rücken hoch, Länge aus, die Arme wieder absenken. Einatmen, Arme hoch, aus, absenken, Zehen bleiben locker, Kopf schließt, ein, Länge, Blick hin, aus, Innenstück, wir bleiben einen Atem hoch, aus, hinunter, ein, super klein, wer möchte, schon größer, auf, auf,
selber wählen, nach dem zweiten, dritten Sonnengruß, wie ihr die Sonnengrüße übt. Fortgeschrittener oder sanfter. Die Beine sind hüftbreit, die Fersen leicht nach außen. Und zieht die Schultern zurück. Einatmen, wieder nach vorne kommen, Rücken lang, ausschließen, ein hochkommen und auf die Arme wieder seitlich absenken. Einatmen, Arm nach oben, aus, absenken und schließen, ein Rücken lang. Und ausschließt du den Sprung zurück, absenken, ein, hoch, und auf. Wir heben das linke Bein, winken ab, das Knie zieht nach oben, wir halten. Weit öffnen die Hüfte. Und dann schieben wir das linke Knie vor, legen ab, das rechte Bein zurück. Lange Wirbelsäule, Ellbogen nach außen und hineinlegen. Atem ist lang und ruhig. Und ihr habt das Körpergewicht mittig, ja? Nicht auf die Seite, drehen den Körper. Einatmen, wir kommen hoch. Aufatmen, V. Zehn Aufstellen hinten, zurückschieben. Und wir heben das rechte Bein, öffnen Knie, abwinken, Knie zieht hoch. Streckt die Arme, streckt die Ellbogen, drückt die Hände fest in die Matte. Und nächstes Ausatmen, nach vorne schieben, mit Winkel ablegen, das linke Bein zurückholen. Die Ellbogen nach außen, da kann man sich am Polster machen, ablegen. Einatmen hoch, die Zehen aufstellen, ausatmen, wir halten und atmen. Jederzeit kann man auch auf die Knie absenken und sonst bleiben wir da. Einatmen, wieder nach vorne kommen, Rücken streckt, ausschließen, ein hochkommen, Länge und ausatmen, die Arme abzusenken, einatmen, Arme nach oben, aus, absenken und schließen. Einatmen, der Rücken streckt. Wir steigen mit rechts zurück und halten.
Man kann auf die Faust kommen. Knie hat die Linie Fußgelenk, hinteres Bein gestreckt, das Knie gestreckt. Wir halten. Einatmen, linker Arm streckt nach oben und halten. Auf, hinunter. Ja, die Faustkörper umgreifen in den Stütz. Absenken. Ein Kobra. Klein oder größer. Alpha. Und halten. Zieht die Schultern weg von den Ohren. Schaut, dass der Nacken lang ist. Einatmen, wieder nach vorne kommen, Rücken streckt. Ausatmen, wir schließen. Ein, hochkommen. Und auf die Arme wieder absenken. Einatmen, Arme nach unten. Aus, absenken und schließen. Ein, der Rücken streckt. Auf, links zurücksteigen. Entweder Fingerspitzen, Faust oder Handflächen und wir halten. Knie steht nicht drüber, sondern ist genau oberhalb vom Fußgelenk. Immer wieder das linke Knie strecken. Und mit dem nächsten Einatmen streckt der rechte Arm hoch. Der Blick geht vielleicht nicht hinauf. Und auf, wieder runter, umgreifen, in den Stift, absenken. Ein Kobra und auf. Alle streifen, Finger ziehen. Einatmen, nach vorne kommen, Rücken lang, aufschließen, ein, hochkommen und aus, absenken. Wir beugen die Knie nach hinten, setzen Arme hoch, auf, absenken und schließen. Ein, der Rücken streckt. Ausatmen, in den Stütz. Absenken. Ein, Kobra. Auf, auf. Linke Ferse dreht schräg nach innen. Wir steigen mit rechts vor, kommen hoch. Einatmen. Bleiben einen Atemzug. Vielleicht öffnet die Arme. Auf, wieder runter. Stütz. Absenken. Ein. Auf, auf. Rechte Ferse schräg. Mit links groß vorsteigen. Hochkommen. Ein. Bleiben. Und auf. Runter. In den Stift. Absenken. Ein. Und auf. Wir halten.
unten, senken auf die Knie ab, ziehen aufgestellt, zurückschieben. Die Arme bleiben gestreckt. Ich ziehe die Wirbelsäule lang, ich ziehe das Uddiyana Bandha nach innen. Und versuche im Schulterbereich nachzugeben. Kopf kann noch ablegen am Boden. Einatmen, hoch. Ausatmen, faul. Ein, nach vorne kommt mein Rücken lang. Ausgeschlossen. In die Hocke. Ein, Arm hoch. Ausatmen, im Stehen, Samasthiti für dich hin. Gut. Hände, Hüfte. Beine öffnen, Hüftbreit, gerade. Die Füße. Nicht zu viel Abstand zwischen den Füßen. Eine Streckung. Aus, wir gehen hinunter. Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen, die große Zehe greifen. Ein, nochmal lang. Aus, wir senken ab. Wir ziehen schon aktiv von der Zehe an, damit wir uns runterziehen. Die Schultern arbeiten nach hinten, weg von den Ohren. Wir drehen die Knie nicht nach innen, sondern die sind gerade. Blicknase. Versucht das Uddiyana Bandha immer wieder nach innen zu ziehen. Einatmen, Oberkörper lang, Blick hin. Ausatmen, von vorne unter die Füße drunter greifen. Das kann bis zum Handgelenk gehen. Alles drunter auf die Daumen. Wir ziehen uns lang ein. Gewicht nach vor und absetzen. Wir arbeiten dann der Beinlänge, wenn es geht. Wenn es im Rücken viel ist, beugen wir die Knie dementsprechend. Einatmen, Oberkörper lang. Aus, vielleicht gleichzeitig die Hände raus in die Hüfte. Langsam hochkommen. Aus der Körpermitte und die Füße schließen. Samasthiti Hip. Einatmen, große Grätsche nach rechts, Arme durch. Ausatmen, der rechte Fuß dreht. Und wir ziehen uns vor, die linke Hüfte zieht zurück. Und dort, wo die Hand landet, senken wir ab. Das kann die Zehe sein, das kann das Schienbein sein. Der linke Arm ist gerade gestreckt. Blick kann hinaufgehen oder gerade. Und jetzt fest aus der Körpermitte halten. Und wir halten auch gut über die Füße. Wenn die Füße gut sind, hält auch die Position sehr gut. Ausatmen, nur mal den Blick hinunter, die Arme bleiben, ein, hochkommen. Wir drehen, holen sich aus den rechten Fuß rein, immer alle schön hintereinander. Ziehen uns vor, die rechte Hüfte tiefer. Und dann senken wir wieder ab. Ich schiebe das Becken vor, ich strecke mich aus dem ganzen Oberkörper. Halte über meine Füße, halte über meine Bänder. Und mal spüren, warum gehe ich in einem Asana. Wo spüre ich was? Ausatmen. Einatmen hoch. Wir drehen den linken Fuß zuerst auf 45 Grad, dann den rechten. Wir gehen in die gedrehte, holen die linke Hüfte vor, der linke Arm streckt ein, aus, tief möglich, wieder Schienbein, Fuß oder außen, ihr streckt,
Wirbelsäule und dreht zur Seite. Man könnte auch den Handrücken da in den Unterschenkel drücken. Beide Beine gut gestreckt und vielleicht auch den rechten Arm nach oben strecken. Muss aber nicht sein, ihr könnt die rechte Hand lassen unter dem Rücken. Ausblick absenken. Ein Fuß, wieder fährst der rechte Fuß rein. Dann der linke, rechter Arm ein. Hüfte ist gerade aus, hinunter, strecken und drehen. Das hintere Bein wird strecken. Die Füße müssen wieder gut halten. Aus, ein, hoch, gut, und aus, rück nach vorne, sammelt die Hip. Einatmen, noch größer die Grätsche nach rechts, Arme hoch. Aus, der rechte Fuß dreht, wir haben Fersenlinie, das Knie beugt, Knie über dem Fußgelenk, den Unterarm lege ich ab oder gehe tiefer hinunter, Becken schiebt vor, und die Hüfte öffnet nach oben. Und von unten hole ich mir den linken Arm in der Verlängerung davor. Die Handfläche schaut Richtung Boden und wir ziehen auf der ganzen linken Seite. Und mit dem Unterarm drücke ich das Knie nach außen. Und jetzt ziehen wir mal alle fest den Beckenboden hoch. Mula Bandha. Ausblick absenken, ein, hoch, wir wechseln rechter Fuß rein, linker gerade, linker zum Beugen, wir holen gleich den rechten Arm hoch, Blick könnte zur Handfläche gehen, immer alles nur im Einklang mit unserem Nacken, wenn ich so selber strecke, dann bleibe ich einfach gerade mit dem Hals. Geh dafür schön in die Hüftöffnung. Ja, das ist viel wichtiger, wie irgendwo den Kopf hindrehen, dass wir tief hineingehen, Knie nach außen. Ausblick hinunter, ein hoch und wir drehen wieder zur rechten Seite, das rechte Knie schiebt vor, wer in seine Version hineingeht, in die gedrehte. Ich senke mein linkes Knie ab, linker Arm. Ich gebe das rechte Knie ein bisschen nach innen, damit ich da gut vorbeikomme, so tief wie möglich. Schiebe mich auch noch mal ein zweites Mal, schließe meine Hände, drücke die Handflächen fest ineinander, die Ellbogen stellen sich auf, die Schultern sind zurück. Wer noch möchte, kann das linke Bein strecken und halten. Jetzt müssen wir fest die Bande halten. Ausatmen, wieder Blick hinunter. Ein, wir kommen hoch und drehen zur linken Seite. Rechter Arm ein bei mir, das Knie ein bisschen nach innen, ich gehe tief hinein, wie es heute möglich ist. Zweites Mal, Hände schließen und könnt ihr auch hier bleiben oder dann in Strecken gehen. Das Brustbein zieht hoch, der Nabel zieht das Bein. Aus, wieder Blick hinunter, ein, hoch. Gut. Und wir kommen zurück, ausatmen, Samasthiti hin. Einatmen, Grätsche nach rechts, Füße gerade am Hoch.
Ausatmen, Hände in die Hüfte. Hüfte ist Teil jetzt, ja, oberhalb der Hüfte. Nicht da unten irgendwo. Wir strecken uns mit dem Einatmen. Und aus der Hüfte senkt man ab. Ausatmen, Hände schulterbreit auf die Matte. Ja, wenn man da nicht runterkommt, Schienbeine fassen. Wir strecken uns einatmen. Und senken ab mit dem Ausatmen. Ellbogen, ja, die schlenkern da nicht irgendwo außen herum, sondern sind parallel. Schultern ziehen zurück. Gewicht bringen wir ein bisschen vor. Schiebt die Handflächen aktiv in die Matte. Einatmen, Arme, Oberkörper streckt. Und mit dem Ausatmen setzen wir uns nach rechts hinten. Ein hoch, auf nach links. Ganz langsame Bewegung, ein ganzer Atemzug. Ein, dass wir das Einatmen teilt und auf das ganze Ausatmen zurücksetzen. Ein, wieder in die Mitte. Aus. Ein. Und aus. Ein und auf. Ein, aus und wir halten. Ein, Mitte und aus zur anderen Seite. Füße ganz auf der Matte, da hebt nichts ab. Ein, Hüfte, auf, Hände, Hüfte, gestreckt hochkommen, einatmen. Gut. Ausatmen, wir verschließen die Finger hinterm Rücken ineinander. Wer Probleme hat mit den Schultern, Ellbogen greifen. Ein, wir strecken, öffnen. Und aus, wir gehen runter. Und die Arme über den Kopf drüber. Beine stark, Zehen spreizen. Ein, wir kommen hoch. Ausatmen, Hände nochmal in die Hüfte. Ein, wir strecken uns noch einmal. Aus und letztes Mal hinunter. Wir fassen die große Zehe. Wir ziehen uns lang einatmen. Und ich bringe auch wieder das Gewicht gleich wieder ein bisschen vor. Die Zehenballen senken ab und die Ellbogen schauen jetzt nach außen. Und nicht nur, dass Sie nach außen schauen, Sie ziehen auch aktiv mit jedem Einatmen links, rechts nach außen aktiv hinaus. Die Schultern ziehen weg von den Ohren, ihr haltet den Nacken lang, Kinn immer wieder heranziehen, die Kontrolle. Ein, hoch. Jetzt machen wir doch noch was. Wir gehen so groß wie möglich in die Grätsche. So, dass man jederzeit auch wieder rauskommt. Ne? Und dann können die Arme hier bleiben. Der Wind senkt ab auf die Ellbogen. Und wir halten.
Und ihr schaut, indem ihr euch ein bisschen vor und zurück bewegt, wo ihr die optimalste Dehnung habt. Die Schultern bleiben locker. Und wenn wir in der Dehnung drin sind, kann man in einem kurzen Moment vielleicht auch die Augen schließen. Und irgendwelche Zusammenhänge erspüren im Körper. Wo tut sich was? Und mit dem Einatmen kommen wir wieder langsam hoch. Und dann mit ein paar Drehungen da hinein ausatmen, kommen auf eine normale Grätsche, bringen die Hände in die Hüfte, kommen hoch ein. Aha. Und elegant zurück. Dann mal richtig, wenn wir es noch schaffen. Gut. Entlasten wir mal. Wer will, fasst die Ellbogen oder wir schließen die Hände hinterm Rücken. Ja, dann schließen wir die so hoch wie möglich. Die kleinen Finger sind entlang der Wirbelsäule, die Daumen nebeneinander. Ich versuche auch dann die Handflächen wirklich zu schließen, nicht nur die kleinen Finger dazu sich berühren. Einatmen, Schritt nach rechts. Der wird oft zu klein gemacht. Ja, ruhig. Ein Meter darf er schon sein. Hüfte gerade. Wir ziehen uns lang einatmen und während ich untergehe, ganz aktiv schiebe ich den rechten Fuß in die Matte, vielleicht beugt sogar minimal das rechte Knie, wenn man in den Kniegelenken ein Ding hat. Länge in die Wirbelsäule, Schultern ziehen zurück. Ein, wir kommen hoch und wieder hintereinander drehen wir. Wer die Hände hinten geschlossen hat, kann probieren, noch ein Stück höher zu bringen. Wir strecken uns ein und senken wieder ab. Der linke Fuß sehr aktiv, springt aber auch Gewicht hinten aufs rechte Bein. Und er braucht wieder so eine kleine Beugung im linken Knie. Wir kommen hoch ein, lösen und steigen zurück. Und dann greifen wir kurz die Handgelenke. Die Füße sind geschlossen. Und mit dem Einatmen holen wir das rechte Knie hochziehen heran und wer die Zehe greift, kann noch gestreckt nach vorne gehen mit dem rechten Bein. Greift das Knie ziemlich weit oben und versucht wirklich so hoch wie möglich heranzuziehen, ohne nach hinten zu kippen, sondern nach vorne zu ziehen. Ein, wir öffnen und die, die gestreckt haben, strecken gleich nach vorne. Und wir, die das Knie halten, halten das Knie hoch. Wer streckt, wir können immer strecken runter und halten wir hier. Höher und senken ab. Gut. Das Entscheidende ist, wenn ich ein Bein einmal nach vorne strecken will, dass ich die Hüfte oben habe. Ja, von da unten ist es sehr schwierig, das Bein hochzukriegen. Ich muss üben, dass ich das hier halten kann. Andere Seite. Einatmen, linkes Knie hoch, heranziehen. Und jetzt muss der Bauch reinziehen, damit ich auch das Knie
gut heranziehen kann. Wir haben den Fokus immer auf dem Standbein, weil das wollen wir gestreckt. Einöffnen, jetzt muss das Knie von selber halten, in die Hüfte halten. Rechtes Knie gestreckt, den Oberkörper nicht nach hinten sinken lassen. Wir bleiben gerade. Höher, höher und abschenken. Gut. Leichter wird es auch, wenn man den Fuß nicht baumeln lässt. Ja, also alles, was baumelt, hat zu viel Gewicht, ja, wir sind immer, alles hilft mit bis zur kleinen Zehe. Gut, rechtes Bein greift. Ein paar Mal in die Hüftöffnung und wir gehen in den Baum Unterschenkel, in den Baum Oberschenkel, wer in den Lotus geht. In den Lotus hinein, vorsichtig. Wer sogar nach runter geht, geht selbstständig runter. Und wir halten hier und ab. Wer den Baum hat, arbeitet das Knie nach außen. Ihr schaut aber, dass die Hüfte gerade bleibt. Im Lotus arbeitet das Knie nach unten in die Hüftöffnung. Wir strecken unser Standbein, wir strecken unsere linke Hüfte. Und mit dem Einatmen immer hoch. Immer den Knie gut raushelfen. Und mit dem Ausatmen senken wir ab und gehen auf die linke Seite. Und jeder in sein hinein. Man kann auch den Lotus vom oberen Baum starten. Und dann hat man einen dichten Abschluss Ferse, Oberschenkel. Man greift runter. Man zieht den Fuß hoch und aus der Hüfte hinein. Sonst Baum. Man kann die Hände schließen, man kann die Arme nach oben strecken. Man kann die Hände in die Hüfte geben, jeder, wo sie hinzieht. Banders hochziehen. Die Schultern ziehen nach hinten unten. Ein, Knie hoch und wir senken ab. Ausatmen und auch hier mal kurz die Knie beugen. Samasthiti, Füße geschlossen. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, absenken, Kopf schließt. Und jetzt mit Einatmen setzen wir zurück in die Hocke. Arme nach oben. Wir sehen unsere Zehen. Die Knie drücken aktiv zusammen. Und beugt euch nicht so weit nach unten vorne, sondern aufrichten. Ausatmen, absenken und schließen. Einatmen, der Rücken streckt. Und jetzt gehen wir gleich mit dem Ausatmen, großer Schritt, linkes Bein 45 Grad zurück. Das rechte Knie zieht vor, wir kommen hoch und die Arme hoch und halten. Hüfte gerade, Oberkörper gerade. Und ich versuche auch hier das Steißbein nach unten zu ziehen. Ein, das rechte Bein streckt, zuerst der rechte Fuß rein, der linke gerade, aus, das linke Knie beugt. Die Arme nach oben, die arbeiten die Stirn, die Beine arbeiten nach unten, knickt ein mit dem hinteren Bein.
Und mit dem nächsten Ausatmen denken wir an die Grätsche beim zweiten Krieger, vergrößern vielleicht ein bisschen. Oberkörper ganz mittig, Arme auf Schulterhöhe, linke Knie vor. Anders. Drückst das Knie raus, ein, das linke Bein streckt, gedreht, aus, das rechte Knie beugt. Blick auf die rechten Fingerspitzen, die Zehen aufeinander. Und auf, hinunter, stützen, absenken. Ein Kobra, auf, ab. Und wir kommen auf die Knie, Kniehüfte untereinander. Wir bringen die Hände vor, geöffnet, schulterbreit, Hände flach, Arme gestreckt. Und wir sinken hinein. Kopf kann ablegen, schaut, dass die Hüfte wirklich über den Knien ist. Und wir beruhigen den Atem. Die Ellbogen strecken. Die Handflächen sind aktiv, sie drücken in den Boden. Einatmen. Wir schieben uns zurück. Aus, ein, zwei Atemzüge in der Kindsposition. Einatmen, beim nächsten hoch. Ausatmen, Faust. Wir bringen fünfmal das Gewicht exakt über die Handgelenke, runder Rücken. Ein Gewicht vor, runder Rücken. Ausatmen, wieder zurückschieben. Ein vor, halten kurz, aus, zurück. Fersen sind runter. Ein, Bauch rein. Aus. Ein. Und aus. Einmal noch. Ein. Und aus. Und wir kommen durch in den Land. Die Beine sind gestreckt und geschlossen. Die Füße sind gerade und ziehen her. Die Hände sind neben der Hüfte. Ja, und schaut, dass die Beine stark sind. Ich drücke die Knie hinunter. Wir atmen aus, runde Wirbelsäule. Einatmen. Brustbein zieht hoch, die Schultern zurück. Aus, wieder rund. Einstrecken und das Kinn zieht ein bisschen heran. Richtung Kehlkopf. Aus und einstrecken. Aus. Ein und wir halten. Wir schauen noch, dass die Füße nicht so tief abschieben, sondern ich schiebe meine großen Zehen vor. Halte die Rückenlänge, versuche den unteren Rücken so zu strecken, die Knie zu strecken. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, wir greifen die große Zehe. Wer braucht, beugt die Knie. Wir ziehen uns lang ein. Und gehen hinunter auf. Anders,
Mit jedem Atemzug arbeite ich an der Wirbelsäule. Ich hänge nicht nur so drinnen in dieser Vorwärtsbeuge, sondern arbeiten, Länge. Ein Arme Oberkörper strecken. Wir haben da noch unsere Zehen beim Wechsel. Ja, und aus, wir greifen über die Füße drüber. Zehen und lang ein und hängen noch einmal ab aus. Zieht die Schultern zurück. Eine strecken. Auslösen. Beine kreuzen. Die Knie sind auf Höhe. Die Schlüsselbeine ein. Hochdrücken. Und aus. Wieder. In den Langsitz. Wir stellen die Beine schulterbreit auf, Füße sind gerade, Hände hinter die Hüfte, ein Stück weit, die Hände sind flach und gestreift, ich schiebe mein Brustbein nach vorne. Ja, genau. Und ich zähle einen Viererrhythmus, wir gehen auf vier hinauf und auf vier hinunter. Ja, ohne Schwung, mit unseren Bandern. Das Brustbein ist schon da, ja, ich starte nicht von hier, sondern ich öffne mich hier schon nach vor. Gut, wir atmen mal auf. Und jetzt. 1, 2, 3, 4 und aus. 2, 3, 4. Wieder los. 1, 2, 3, 4. Aus. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, auf, 2, 3, 4, Brustbein vor, 1, 2, 3, 4, auf, 2, 3, 4, letztes Mal, 1, 2, 3, 4, auf, 2, 3, 4, gut, in Yatsa, klein oder größer, Beine kreuzen hoch, in den Stütz, absenken, ein Cobra, Alpha, und wir kommen dann wieder durch und in den Landschaft. Wer schon da ist, immer in den Bastana warten, das ist eine gute Fokusübung und auch, dass man sich gut aufrichtet. Rechtes Bein aufstellen und umlegen. Wir steigen dann noch, das heißt, wir gehen einmal alle da in Chanusha Shasana A. Der Fuß ist so hoch im Schritt wie möglich, aber ich drehe die Hüfte nicht nach außen, sondern gerade. Linkes Bein gerade, wir strecken uns ein. Auch wenn ich nach vorne greife, fasse ich durch die Innenkante, damit ich jetzt schon gerade bin, dann die Außenkante. Wir ziehen uns lang ein und senken ab, aus. Und wieder mit jedem Atemzug Länge. Einatmen, wir öffnen. Ausatmen, wir bringen den rechten Fuß oberhalb vom linken Knie in Position und ich drücke die Ferse durch, ja, dass das Fußgelenk stabil ist. Ich
platziere dann meine Hände hinterm Rücken, da können die Finger auch ruhig zurückschauen. Und dann stelle ich mein linkes Bein auf und nicht den Fuß hängt wie los, sondern Ferse durchdrücken. Und das Knie arbeitet nach außen, unten. Und je mehr ich meinen unteren Rücken strecke und dadurch die Wirbelsäule strecke, desto mehr spüre ich die Dehnung in der rechten Hüfte. Und je näher ich auch beim Oberkörper bin mit den Händen, desto mehr bin ich gestreckt und desto intensiver. Ja, wenn es zu viel ist, dann bin ich hier. Und wenn es passt, dann hole ich mal den Fuß einfach weiter heran. Und wenn das gar zu viel ist, dann kann ich es immer noch ausgestreckt lassen und mich hier vorarbeiten. Ja, schenkt eure Hüfte nichts, streckt eure Wirbelsäule, drückt die Ferse so durch. Und da kann nichts passieren. Das Knie ist geschützt. Eine wichtige Dehnung. Und dann einöffnen, wir strecken aus und wir probieren einfach nur. Ja, was ist da mit diesem halben Lotus? Die wissen, gehen einmal hinein und gehen in ihre Vorwärtsfolge und sonst schaue ich einfach einmal, das ist eine Hüftbewegung. Ich tue da meinen Unterschenkel vielleicht optimieren und dann dort, wo der Fuß landet, dort lege ich ihn einfach einmal ab. Und bin so häufig glücklich. Und wenn es intensiver reingeht, holt sich das her und geht nach vorne. Sonst sind wir da. Und auch wieder, ja, ich spanne den Fuß an, damit das Fußgelenk da nicht durchhängt. Das ist nämlich das, was oft dann wehtut, wenn man den halben Lotus übt. Abgesehen vom Oberschenkel, weil der Fuß schlecht liegt. Das gut, einatmen, öffnen, aus, wir lösen, wir kreuzen die Beine. Wir sind nicht faul, die Knie sind oben, ja, nicht da unten hängen lassen, sondern hoch und einmal hochdrücken. Und wieder in Sitzen. Lang Sitz, linke Seite, linkes Bein aufstellen und umlegen. Und immer auch, wenn das Knie was hat, dann Polster drunter geben. Das ist wieder so hoch wie möglich, wenn es fürs Knie passt. Rechtes Bein gerade eingestreckt und aus, wir gehen vor Innenseite, aus die Kante, dann ziehen wir lang ein und senken ab. Aus und strecken vom gestreckten Bein, hier die strecken das Knie gut durch. Ziehen uns in der Wirbelsäule lang. Öffnen. Ja, und das Öffnen ist beim Ashtanga immer so, dass wir noch da sind mit den Händen. Ja, es ist nie so, dass ich da schon öffne und dann löse, sondern das Öffnen ist immer ein noch einmal strecken und lang ziehen. In jeder Position, im Sitzen oder auch im Stehen immer. Gut, ausatmen, lösen, eigentlich auch am Ende vom Ausatmen. Und dann gehen wir mit dem linken Fuß oberhalb der Kniescheibe der rechten. Ferse tritt wieder durch. Ich stelle mein rechtes Bein auf, so wie es passt. Ja, wir sehen, die zweite Seite ist anders wie die erste. Und
Entweder haben wir es jetzt leichter oder nicht. Knie arbeitet nach außen, unten. Ferse immer wieder hochdrücken und wir strecken die Wirbelsäule. Strecken den unteren Rücken, strecken. Brust nach vorschieben. Atmen. Einatmen, wir strecken das rechte Bein, entweder bleiben wir da oder wir schauen, ob wir ihn in eine Vorvariante gehen, wie die Reihenfolge gehen selbstständig rein und sonst, wir können auch nur schaukeln die Hüfte, wenn man sonst nicht weitergeht, dann schaukel ich einfach und bringe da mehr Mobilität ins Hüftgelenk oder ich lege dann ab. Dort, wo der Fuß landet, rechter Fuß zieht her und wir halten einfach. Und versuchen dort, schauen immer, dass es dem Knie gut geht, dass ich meinen Rücken strecke. Mehr passt nicht. Tief atmen. Ein, wir öffnen, aus, vorsichtig lösen, Vinyasa nach Wahl. Und dann Stütze mit Gehen, ausatmen, hin und ein, Kopf, aus, und wir kommen durch. In den Langsitz und rollen langsam ab ins Liegen. Und wir ziehen die Knie heran und gehen in ein halbes Happy Baby. Ja, wir greifen die Arme von innen bei den Knie und ich greife von innen die Außenkante und die Füße sind außerhalb, also das heißt breit, die Fußsohlen schauen nach oben. Wenn ich die Außenkante nicht erwische, dann bin ich da beim Fußgelenk vielleicht oder bei den Knie. Ich könnte sogar als Variante dann die Kniekehle greifen und hier hinunterziehen oder eben hier bei den Außenkanten. Atmet in den unteren Rücken. Schiebt die Knie. Hier, wir haben 90 Grad Winkel, Unterschenkel, Oberschenkel und ihr drückt hinunter Richtung Boden gerade. Wenn es auch immer sein beim Happy Baby, dass wir unter den Kopf hängt, eine Unterstützung braucht. Das ist immer gut, in der Decke in der Nähe zu haben. Wenn man das schon weiß. Und dann ein, öffnen, lösen, ja, wir strecken die Beine kurz aus, lockern und stellen den rechten Fuß oberhalb vom linken Knie ab. Die linke Hand ist am rechten Knie, wir ziehen das Knie auf die linke Seite und der rechte Arm öffnet.
das Durchzeichen im armen Brustmuskel. Von der Höhe vom Arm die richtige Dehnung, die ihr euch spüren wollt. Und da ein bisschen rüberdrehen. Man kann so weit rüberdrehen, die Schultern, dass die rechte Schulter ein bisschen abhebt, damit sie wieder in die Matte sinken kann, sich dorthin arbeiten kann. Aber nicht zu viel rüberdrehen. Der Arm ist locker, der zur Seite ausgestreckt liegt. Atmen Sie in diese Drehung der Wirbelsäule hinein. Und dann kommen wir in die Mitte zurück und strecken das rechte Bein auf und den Arm zurück und wechseln auf die linke Seite. Linke Fuß oberhalb vom rechten Knie und ein bisschen am Platz suchen. Die rechte Hand zieht das linke Knie ein Stück weit hinüber, dann strecken wir auf den linken Arm. Dann ziehen wir nach dem Knie. Blick gerade oder weg vom Knie, nach einatmen, wieder zurück, ausatmen, holen wir jetzt beide Knie her und die Beine ganz sanft, den Rücken auf. Man spürt eine ganz große, langsame Bewegungen macht, wo das im Rücken überall wahrnimmt, weil es geht beim Steißbein los. Wenn die Knie weg vom Körper sind und die Beste sie heranzieht, geht sie so hoch im Rücken. Richtungswechsel. Und dann legen wir uns in Shavasana, das kann immer auch mit aufgestellten Beinen sein und sind die Füße sehr weit auseinander, die Knie geschlossen. Ja, mal weg vom Körper oder sonst Beine gezählt und ausgestreckt. Man noch mal anspannen muss den Körper, um ihn dann wirklich loszulassen. Da geht es darum, dass wir wie so eine Standby-Funktion kommen. Nur das Lampen, das unser Bewusstsein leuchtet, alles andere. Legen wir in die Stille den Körper, den Atem, den Geist, alles ruhig zu stellen. Sehr fokussiert ist das Shavasana.
Und dann stellen wir die Beine wieder langsam auf. Und auf eine Seite, klassisch ist die rechte Seite, bleiben kurz liegen. Und dann drücken wir uns hoch ins Sitzen. Schließen noch einmal die Augen. Und wer möchte ein gemeinsames Um. Danke für das schöne Üben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Sehr schön. Danke. Dankeschön, danke. Auch einen schönen Abend.